AVM baut seine Smart-Home-Serie immer weiter aus. Ein wichtiger Baustein für die Smart-Home-Serie ist der Schalter Fritz Deck 440. Der kann nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit anzeigen. Gleichzeitig bietet er 4 Schalter an. Diese können mit Vorlagen oder mit einfachen Aufgaben wie Ein- und Ausschalten belegt werden. Als erstes muss das Gerät aber mit der Fritzbox gekoppelt werden. Wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Bei der Erstinbetriebnahme zeigt der Schalter direkt an, zum Starten die Menütaste drücken. Die Menütaste ist unten diese kleine schmale Taste, die kann einfach gedrückt werden. Damit setzt man den Fritz Deck 440 in den Kopplungsmodus. Gleichzeitig muss jetzt die Fritzbox noch darüber informiert werden, dass ein Gerät auf das Koppeln wartet. Das kann man tun, indem man die Fritz Deck Taste so lange gedrückt hält, bis sie das Blinken anfängt. Danach wartet man ein paar Sekunden und in der Regel sollten sich die beiden Geräte finden. War der Fritz Deck 440 jetzt aber schon mit einer anderen Fritzbox gekoppelt? Oder hast du den vielleicht gebraucht gekauft und er ist der Meinung, er ist schon gekoppelt mit einer anderen Fritzbox? Dann muss man den in den Werkszustand zurücksetzen. Um das zu tun, muss ich wieder die Menütaste drücken. Links oben bietet er mir dann die Option Zurücksetzen an. Das bestätige ich mit OK. Dann setzt sich der Taster zurück und startet neu. Ab dann fängt die Prozedur wieder von vorne an. Das heißt, ich setze den Taster in den Kopplungsmodus und die Box ebenfalls. Ist die Kopplung erfolgreich hergestellt, kann die Einrichtung auf der Web-Oberfläche der Fritzbox fortgesetzt werden. Dazu gibt es ein separates Video von mir, schaut dazu in die Infokarte. Weitere Videos zum Thema Smart Home und wie ich das betreiben kann, ohne auf eine Online-Cloud angewiesen zu sein, blende ich dir jetzt hier in der Outcard ein.